Bei den meisten Videos auf kugelbahn.de geht es ja um Gravitrax von Ravensburger. Aber es gibt natürlich auch noch andere Hersteller von Kugelbahnen, wie zum Beispiel Fischer Technik. Und davon probieren wir heute das Modell Dynamic XS aus. So, und wie gewohnt packen wir das ganze Teil natürlich erstmal aus. Es ist eine kleine Kugelbahn, darum auch der Name XS. Und dementsprechend sind natürlich nicht so viele Teile drin wie bei den größeren Modellen, wo wir in späteren Videos auch noch welche vorstellen werden. So, hier empfangen uns die üblichen Bauanleitungen und Beilagezettel und eine Fanclub-Fischertechnikkarte. Das sieht aus wie so eine Grundplatte, wo die Kugelbahn draufsteht. Und hier ist eine Tüte mit lauter kleinen Teilen drin. Also hält sich wirklich in Grenzen. Nicht aber wegschmeißen. Und haufenweise kleine Bauteile, die wir vom Tisch rollen. Sieht man jetzt nicht so gut, aber jetzt hinten diese grünen Bahnteile sind damit bei 1, 2, 3, 4, 5 ganz viele. Und so verschiedene typische Fischertechnik-Bausteine. Aber wir bauen das Ding jetzt einfach mal kurz auf und schauen uns das dann natürlich auch an. Bahn ist fertig. Insgesamt lassen sich aus dieser kleinen Box 3 Kugelbahnen nach Bauanleitung bauen. Und bei der ersten dachte ich so, was ist das für eine Kugelbahn? Das ist gar keine richtige Kugelbahn, sondern ein Geschicklichkeitsspiel. Und zwar lege ich hier die Kugel einfach in den Start rein quasi und muss dann nun durchdrehen und versuchen, die Kugel durch den Parcours zu steuern, was wirklich nicht so ganz einfach ist, aber geht. Also hier ist die schwerste Ecke, weil ich das Ding dann einmal komplett umdrehen muss und schon ist sie natürlich weg. Na, würdest du wohl darüber gehen? Das ist nicht so leicht. Ein bisschen springen lassen die Kugel. Sieht man das überhaupt im Video? Ich weiß es nicht so genau. Aber es ist halt schwierig, das dann gerade halten zu können und gleichzeitig sichtbar darzustellen. So, jetzt muss die ganz langsam. Ganz lang. Okay, das hat nicht geklappt. Starten wir mal hier. Das ist ein wenig einfacher. So, jetzt bin ich schon mal hier oben. So, jetzt muss ich das ganze Ding einmal umdrehen. Ja, so hat es geklappt und dann landet die Kugel wieder da. Und mit ein bisschen Schmackes bin ich jetzt gleich einmal den Parcours entlang gefahren. Hat jetzt nicht geklappt, aber ist eine ganz coole Idee eigentlich. Und jetzt bauen wir noch die anderen beiden Modelle ebenfalls auf. So, auch das zweite Modell ist keine richtige Kugelbahn, sondern man sieht es schon, es ist mehr so eine Sprungschanze. Und auf der Webseite von Fischer Technik kann man solche Spielvorlagen, nennt sich das, runterladen und selber ausdrucken. Leider liegt das nicht der Bahn gleich bei. Und dabei ist auch so ein Feuerring, also ein imaginärer mehr oder weniger, der noch ein Loch in der Mitte braucht. Was ich noch rausschneiden muss, die Kugel auch dadurch saugen kann, dass aus, sobald das rausschneiden. So, hier ist ein Loch drin. Dieses Teil klemmen wir jetzt hier in das Dingen rein und die Kugel muss dann hier durchfliegen. Ob das funktioniert, so einfach ist halt nur
ein Stückchen Papier und entsprechend weich und wabbelig. Und das hat auf Anni funktioniert. So, Kind, Kugel holen. Bleib gleich da, wir machen das jetzt nochmal. Und, oh, okay, das war jetzt natürlich nichts. Aber so könnt ihr das vielleicht hinhauen. Und, ja, wunderbar. So, alles klar, das ist das zweite Modell und jetzt bauen wir natürlich auch noch das dritte auf. So, Modell 3 ist fertig und es ist eine Kugelbahn geworden. Zwar eine sehr kleine Kugelbahn, aber das heißt ja auch XS. Um noch mehr Spaß mit dieser kleinen Kugelbahn zu haben, stellt Fischer Technik ja, wie eben erwähnt, schon diese Spielvorlagen zum selber Ausdrucken bereit. Einmal so eine Ziellinie gibt es da, Zielscheibe, wo die Kugel dann idealerweise auf der 10 landen soll. Wie geht das Ding denn hier ab? Ach so, okay. Und dann startet man die Kugel und bleibt dann nicht auf der Zielscheibe liegen. Ein Beispiel. Genau. Aber dafür ist die Strecke auch zu kurz. Das nächste wäre Kegeln. Wo man dann auf diese markierten Stellen, warte bitte, ich muss erst die Kegel alle hinstellen. Wo ist denn der andere da? Die Nippelchen da hinstellt und dann loskegeln kann. Juhu, ich habe einen erwischt, beziehungsweise du. Im Fußballland Deutschland gibt es natürlich auch ein Fußballspiel dabei, wo das Tor gebaut werden muss. Und auch ein Torwart dahingestellt werden kann. Oder kommt er dahin? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Und wir schießen jetzt ein Tor kaputt. Okay. Die kleine Kugelbahn von Fischer Technik ist natürlich nicht mehr als ein Einsteigermodell. Um größere Modelle daraus bauen zu können, sind natürlich viel zu wenig Teile dabei. Man sollte die Dynamic XS also auch als Einstieg in die Bausteine von Fischer Technik sehen, die sich von der Konstruktion her deutlich von Lego unterscheiden. Die drei hier gezeigten Modelle sind schnell aufgebaut, da lässt die Anleitung keine Probleme aufkommen. Die Spielvorlagen müssen leider heruntergeladen und selbst ausgedruckt werden. Das ist zwar eine nette Idee, sorgt jetzt aber auch nicht unbedingt für den größten Spaß. Für den Preis von 10 bis 12 Euro ist das aber okay und wenn es nur als Ergänzungsset für bereits vorhandene Bauteile ist.